Die Stiftung Niedersachsen fördert seit 2016 soziokulturelle Einrichtungen mit dem Förderprogramm Sozioka Change dabei, sich zukunftsfähig aufzustellen. Das Spektrum der Institutionen reicht auf der einen Seite von großen urbanen soziokulturellen Zentren bis hin zu kleinen ländlichen Initiativen, die überwiegend ehrenamtlich getragen sind. Zusätzlich haben wir noch theaterpädagogische Zentren und Programmkinos bis hin zu kleinen Kollektiven dabei, die sich neu aufstellen wollen. Die Einrichtungen begeben sich im Sozioka Change Prozess in einen dreijährigen Prozess, der unterstützt wird von unabhängigen Beraterinnen und Beratern. Zusätzlich zahlt die Stiftung Niedersachsen noch 25.000 Euro und unterstützt mit Fortbildung und Austauschformaten. Das Programm wurde entwickelt, weil in vielen Kultureinrichtungen, besonders in der Soziokultur, ein Generationenwechsel entweder unmittelbar bevorsteht oder bereits vollzogen worden ist. Diese Wechsel in der Leitung gehen oftmals einher mit einer Neuorientierung der Institutionen. Das heißt, wir haben starke Veränderungen in der Struktur des Betriebes, wir haben eine neue Ausrichtung des Corporate Designs, ein Imagewechsel steht kurz bevor. Und um das alles zu meistern, haben wir dieses Programm aufgelegt. Ein neues Image lässt sich in der Regel nicht nur über ein neues Corporate Design aufbauen, sondern es erfordert neue Formate, neue Inhalte und auch die Ansprache an ein anderes Publikum, damit langfristig ein neues Image überhaupt aufgebaut wird. Das erfordert auch einen langen Atem, viel Zeit und viel Geduld und viele Aktionen, damit sich das nachhaltig dann auch in der Bevölkerung verankern kann. Die Herausforderungen der Digitalisierung und des demografischen Wandels, aber auch die Veränderungen im Ehrenamt, stellt die Institution vor ganz neue Herausforderungen, die neue Antworten auf diese Fragen brauchen. Für uns ist wichtig, dass die Institutionen jeweils ihre eigenen individuellen Lösungen entwickeln, also sozusagen maßgeschneidert ihre eigenen Herausforderungen benennen und dafür Lösungsstrategien entwickeln.